So, jetzt ist das ausgeblendet. Sehr, sehr schön, Ladies und Fellas. Also, auf geht es. Furia gegen MIBR. Die Brasilianer von MIBR starten auf der Terror-Seite. Furia auf der City-Seite. Das hier der Pick der Jungs von Made in Brazil. So, und natürlich die Lineups, ganz wichtig nochmal zu besprechen. Vinny, Heni, Keserato, Yuri und Art auf Seiten von Furia gegen Mayan, Fair, Taco, KNG und Fallen bei MIBR. So, schon wieder Inferno. Welche ist die meistgespielte Map? Kleiner Tipp, Inferno. Ja. Wann geht es weiter, Meister? Jetzt. So, also, hier erstmal natürlich ein offensiver Push. Vinny versucht da irgendwie Informationen zu erzielen. Jetzt steppt er relativ laut weg. Die Frage ist, hat KNG das Ganze gehört? Grundsätzlich sollte er eigentlich in der Range gewesen sein, das zu hören. Wir gucken auch mal auf die Granaten von MIBR und wir sehen nichts, Freunde. Wir sehen einfach mal nichts. Die wollen einfach komplett ohne Granaten, nackt da komplett auf die Schnauze agieren. Und das weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Komplett ohne Smoke, komplett ohne Flashes, nackt da rauszugehen gegen USPs auf diese weite Distanz. Für mich nicht unbedingt der richtige Weg. Aber man wird sich natürlich was dabei gedacht haben, wie die Herrschaften von Furia das Ganze hier spielen. So, jetzt gibt es erstmal natürlich die ersten Duelle. Jetzt sieht man nicht noch ein zweites Mal rum. Aber Keserato und Vini, die können schon mal auf weite Distanz hier auf jeden Fall die ersten Frags erzielen. KNG, ganz wichtig, dass er da das Efeu aufbaut. Aber dann gibt es von oben auch nochmal Druck. Und Vini, wie lange der überlebt? Art ebenso. Das gibt's doch gar nicht. Und am Ende ist es sogar die HE-Granate, die Mayan da erstmal raussprengt. Jetzt Taco mit einer der Hauptverantwortlichen, wenn diese Runde hier nochmal funktionieren soll. Aber die steht schon wieder in sehr, sehr gutem Lichte von Furia. Und Vinny kriegt sogar beide innerhalb von kürzester Zeit eliminiert. Und damit das 1:0 für die Brasilianer von Furia schon mal safe. Ich finde, auch wenn es ums Carsten geht, ohne Schnupp, es steht dir sehr gut. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank, Mr. Geralds. Hoffentlich hast du heute auch wieder Spaß. Und jetzt sehen wir auch nochmal, wie Vinny das gemacht hat. Der zweite Frag dann doch nochmal ein bisschen verzögert. Das sah alles sehr, sehr schnell aus vom Killfeed. So, und jetzt natürlich auch eine Möglichkeit. 4 Deagles und eine Scout. Absolut richtig auf D-Train. KNG mit der Scout natürlich auf diese Distanz richtig stark. Aber auch die Deagle. Immer wieder ein Element, was ich verteidige, was für mich relevant ist und wichtig. Denn neben den ganzen Kupplungen und Zügen und alles drum und dran, wo man sich natürlich auch mit einer CZ auf Close Distance sehr gut verkauft, kann, hast du mit der Deagle natürlich diese weiten Distanzen, diese offenen Flächen, diese Strecken, was natürlich auch gerade so ein Aufbau eines Bahnhofs natürlich ausmacht. Und damit kannst du Lücken eröffnen. Damit kannst du Lücken mit der Deagle natürlich aufsprengen, hast eine weite Distanz und mit dieser Waffe ist es halt auch auf höchste Distanz fast immer der One-Shot, aber Yuri passt erstmal auf. Zwei ganz wichtige. Fallen, genau wie angesprochen. Mayan den nächsten Frag ja auch nochmal rausgeholt. Also genau diese Deagle auf diese langen Strecken, auf diese freien Ebenen sind wichtig. Keserato kann den Bombenplanter hier nochmal überführen. Und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. 2-gegen-2-Situation und das ist wichtig. Keserato findet Mayan. KNG auf diese Distanz auch von Keserato nochmal rausgenommen worden. Also da können Sie sich bei ihm bedanken, der mit 3K hier eine ganz, ganz wichtige Runde vollzogen hat. Und trotzdem ist es teuer gewesen. 3 Waffen verloren bei Furia, Bombe gelegt bei MIBR. Das bedeutet nochmal $800 obendrauf, denn wenn du die Bombe legst und sie wird vom Gegner defused, kriegst du $800 Bonus für diese Runde. So, und jetzt sehen wir es. 3-5, 3-2, 3-5, 4-7. Man hat 3 Spieler bei den Cities rausgenommen. Das schreit fast schon nach Galil-Action oder nach einer SMG. Problem ist natürlich, dann hast du nächste Runde, falls du die verkackst, gar nichts mehr am Start. Deswegen meistens verzichtet man dann darauf. Meistens geht man dann wirklich eher auf so ein paar Pistols, was wir hier jetzt auch sehen. Deagles werden wieder gekauft und eine Scout. Das kann man sich in dem Augenblick gönnen. Eine Flashbang, um ein bisschen die Räume für sich zu erschließen. Und damit wird Furia dann ja auch nicht sich frei bewegen können ohne weiteres, sondern es ist ein großer Unterschied, ob du da Glocks gegenüber hast oder halt eine Desert Eagle. So, Heni hat richtig Bock, MP9 soll nach vorne geprescht werden, einen Spieler hat er gesehen und vor allen Dingen konnte er auch sofort ansagen, dass da natürlich auch einiges an Waffen zu geben war. Denn die Scout, die sieht natürlich von der Körperhaltung her nochmal ganz anders aus. Oh, und Keserato aimt seinen Shot. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr repeaken. Wenn er da nochmal repeakt auf so einem Niveau, kriegst du meistens den One-Shot. Und damit hat Furia hier erstmal kleinen Dämpfer bekommen. 1-für-1 Straight. Wenn sie full equipped sind, gegenüber aber nur Pistols am Start sind, ist das sehr schwierig. Und jetzt die große Frage, wie es in dieser Runde zumindest weitergehen wird. Lücken müssen gesucht werden. Hier der Argentinier Mayan übrigens. Mittlerweile, glaube ich, auch schon seit 3 Monaten am Start oder so. Hat jemand eine Ahnung, warum Aktu mit der Skins mit auf Rainbow ist?
Die Operation endet, es kommen keine Kisten mehr nach, es kommen keine Agents mehr nach. Also es wird jetzt das, was man jetzt hat an Agents und an Kisten, wird es geben und wird halt auch nicht mehr kommen. Und dementsprechend gab es ein paar Leute, gewagte Menschen, die dann Preisfixing begangen haben. Also ihr müsst euch nur mal die Verkäufe der letzten Tage angucken. Normalerweise am Tag so seine, sag ich mal, 50 Agents wurden verkauft. Heute Morgen alleine irgendwie 600. Also da hat jemand Preisfixing begangen. Versucht damit halt einfach den Preis nach oben zu ziehen und die Dinge dann einfach für teurer zu verkaufen. Mal gucken, ob das klappt. Im Grunde müsste es, weil es ist einfach eine begrenzte Anzahl. Es sei denn, Valve sagt irgendwann, wir machen nochmal eine Kiste mit Agents, wo auch die alten drin sind. Dann war das eine sehr, sehr dumme Idee und dann wird das auf jeden Fall ordentlich ins Geld gehen. Nächste Runde, Vinny ist am Start. Juri hat auf jeden Fall schon mal durch die Wand einen kleinen Anschuss bekommen. Der kann sich natürlich jetzt nicht mehr allzu kräftig zeigen. Vor allen Dingen eine Überlegung, ob man vielleicht sogar die AWP tauscht mit Heni. Aber grundsätzlich ist man natürlich auch mit der AUG gut aufgestellt, kann auf weite Distanz erstmal arbeiten. Und gerade habe ich gelesen, der Sound laggt. War das bei irgendwem sonst auch noch? Aber jetzt geht's erstmal weiter nach vorne. Neni ist ready, der will natürlich gerne hier gegen die Herrschaften schon mal Prediction Shot setzen, aber hat gegen KNG nur einen einzigen Hit setzen können, zieht sich jetzt erstmal ein bisschen weiter zurück und dann ist natürlich auch die Frage, wann wird MLBA da zugreifen? Man hat mit drei Mann den B-Spot gedeckt, das wird natürlich auch eine haarige Angelegenheit. Taku jetzt natürlich irgendwie die Informationen ein bisschen ausgespeist und das ist auch die Reaktion, die man hier von MLBA sieht. Sehr schön von Heni gespielt, zweiten auch noch rausgenommen, rechnet er mit dem nächsten in der Terrormitte und vor allen Dingen, wie kommt da Mayan jetzt durch? Art passt sogar auf, bekommt ihn da auch nochmal genommen und damit hat man eine sehr, sehr gute Kreuzdeckung und kann MLBA da erstmal ein Schippchen schlagen. 7 Sekunden noch auf der Uhr, das heißt, sie müssen ihre Waffen durchbringen, bekommen am Ende kein Geld mehr oben drauf. Keserato hat es nochmal gehört, dass Taku sich da an der Leiter natürlich so ein bisschen bewegt hat. Und jetzt ist die Frage, inwieweit man natürlich damit noch arbeiten kann. Taku bringt lieber seine eigene Waffe durch, als dann nochmal aktiv zu werden. Und dementsprechend haben wir hier die wunderbare vierte Runde für Furia. Super, super guter Zug von ihnen, da natürlich zu arbeiten. Und ja, das sieht natürlich bis dato erstmal nicht so prickelnd aus. Dark Nagel, gerne benutzt du dafür unser Forum. Ist natürlich jetzt hier im Twitch-Chat nicht unbedingt der beste Rahmen, sich über sowas zu unterhalten. Vor allen Dingen, weil die Meinungen da auseinandergehen. So, Fallen knallt auf jeden Fall gegen Juri erstmal den ersten Frag. Und das ist auch vielleicht eine richtige Angelegenheit. Man weiß, dass man individuell sehr starke Spieler sind. Und gerade Fallen, jemand, ein Weltstar, der lange, lange Zeit wirklich als einer der besten AWPs der Welt gewertet worden ist. Oder auch, nicht AWPs, aber meint, einer der besten Spieler gewertet worden ist. Und, ja, ist die große Frage, wie man sich aus so einer, sag ich mal, Tiefphase rausziehen kann. Mache ich, danke. Aber es ist ein sehr interessantes Thema. Also gerne auf meinem privaten Stream vorbeischauen, da spreche ich auch mal gerne darüber. Aber jetzt erstmal gucken wir auf Heni. Da reden wir nämlich auch sehr gern drüber, wie schön der gerade die AWP spielt. Jetzt von Fair aufgepasst. Da muss man sagen, ein bisschen Verkauf von Vinny. Der setzt noch einen Headshot. 2 AP nur noch bei ihm. Keserato mit der AWP natürlich auch wieder im Versuch. Und Taco hält da den Pop-Dog sauber. Keserato, 1-3 Situation. Wir gucken auf die Kohle der Herrschaften von Furia. Also grundsätzlich solltest du da eigentlich nichts mehr angehen. Da solltest du versuchen, die Waffen irgendwie durchzubringen. Das wird auch der Fall sein. Also da hat man wirklich dann zu viele Duelle am Ende noch verloren. Der Zugriff hat nicht ganz gut geklappt, war nicht so gut koordiniert. Und jetzt ist es natürlich damit die erste Runde für MLBA. Und die Problematik bei Furia, dadurch, dass sie immer und immer wieder mal 2-3 Spieler verloren haben in den letzten Runden, haben sie natürlich jetzt nicht das Geld, um sich nochmal komplett zu equippen. Das heißt, Keserato kann jetzt zumindest noch ein bisschen Geld ausgeben, kann eine Waffe weitergeben. Heni sollte sich auch ohne Helm mit einer SMG ausstatten können. Und Juri muss gucken. Eventuell kann er sogar noch eine MP9 legen oder sonstiges für Art oder für Vinny, damit man dann am Ende mit genügend Waffen ausgestattet ist.
Ist natürlich nicht die beste Ausgangslage, aber die Frage ist, willst du da in dem Augenblick auf eine weitere Sparrunde gehen, wenn du eine AWP hast? Wird es besser in den Runden danach? Ich denke mal, man sollte hier runterforcen, das Ganze vernünftig miteinander teilen und dann hat man hier auch nochmal nicht das beste Equipment, aber ein anständiges. Und vor allen Dingen gibt es auf Train auch gerade der Pop-Dog, gerade der B-Spot, gibt es genügend Bereiche, wo du auf Close Distance natürlich mit SMGs oder mit Swag 7 arbeiten kannst. Hier sehen wir sogar Vinny nur mit einer Diegel, dafür Doppel-AWP. Und ja, auf Train ein sehr, sehr gutes Element. Finde ich interessant, dass man sich dafür entschieden hat. Guter Ansatz. Lerne ich auch nochmal draus. Und mit einer Doppel-AWP kannst du so viel rausholen, Freunde. Also geil, freue ich mich. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Der B-Spot, da wird angekloppt. MLBA baut sich genau für diesen Spot auf. Jetzt natürlich von Kesterato auch die Gefahr. Werde ich da vielleicht oben von dem Tower abgeaimt? So, Yuri, schöne Position gewählt. Da lässt er natürlich den Spieler erstmal runterfallen. Kesterato mit zwei richtig wichtigen. Und dann Kesterato mit Nummer 3 Fallen. 1 gegen 5 Situation. Das darf er niemals holen. Und Heni macht es wieder. Die Doppel-AWP hat sich absolut gelohnt. Kommt man an die nächste AWP ran? Nein, schafft man. Noch schafft man. Art hat sie sogar gepickt. Und damit die Doppel-Ave extrahiert, aufbewahrt und natürlich schön konserviert. Damit Furia nicht nur die fünfte Runde, sondern noch ordentlich Kohle am Start. MIBA vom Equipment her nicht ideal aufgestellt. Aber ich glaube, wenn wir es richtig gesehen haben, wurde auf jeden Fall ein bisschen was gelegt. So, und damit ist es ein wichtiges hier jetzt zu arbeiten und Taco mit richtig viel Pace. Also ich habe es doch gesehen, also eine AK wurde gelegt, aber es sollte nur Solo gespielt werden. Bisschen greedy aufgebaut, aber genau solche Tempowechsel können funktionieren und dann so ein Tempowechsel einfach mal mit einer Eco zu verbinden, ist ein mutiger Schritt und hat aber in diesem Fall nicht funktioniert. Heni auch nicht doof, der bleibt natürlich nicht stehen, der weiß ganz genau, dass er noch ein zweiter warten kann. Checkt das Ganze auch nochmal. Heni, Alter! Und wie er es wegnimmt und wie er es wegnimmt und wie er es wegnimmt und Vinny durch die Wand, Flawless Round, Körbchenrunde, nicht einen einzigen HP verloren. Also haut da mal ein paar Körbchen auf jeden Fall in den Chat. Holy guacamole. So, und damit auf jeden Fall ein 6:1 MLBA mit Schwierigkeiten. So, Timo, auch wenn da vielleicht ein bisschen Frust hinter ist, geht auch mit einem anderen Ton. Aber ja, man darf es nicht verschweigen oder kann es nicht verschweigen, dass momentan wirklich ein Formtief bei MLBA da ist. Man muss aber auch sagen, dass ihre Position eine ganz andere war. Sich da nochmal komplett neu zu motivieren, ist schwierig. Fallen mit der Eröffnung. Und jetzt ist Fallen da. An der wunderprächtigen AWP und kann natürlich auch weitere Schritte hier vollziehen. Yuri Richtung B, eine wichtige Aufgabe gemacht. Also da kann er zumindest den Backstabber erstmal bestrafen. Und Art, was für ein schöner Winkel. Wie gut er das da schon wieder spielt. Auf weiter Distanz kann Winnie nichts mehr machen. Aber dann geht es hier nach vorne und Art hinter der Smoke erstmal derjenige, der entscheidend ist. KNG lässt sich da nicht vernaschen. Jetzt ist Kesserato derjenige, welche der hier punkten muss. Junge, 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 Junge. Junge, oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, Yuri ist bekannt, der hatte eben schon sein Duell. Trotzdem wissen sie natürlich nicht genau, wo sie ihn lokalisieren müssen. Und wenn er ein passendes Timing findet, er hört auf jeden Fall die Leiter. Und damit kann er den ersten, nimmt er mit, jetzt schön positionieren. Er hat keine Ahnung, wo der andere Spieler ist. Jetzt müsste man eigentlich gesehen haben von der Reaktion, dass Pferde eigentlich ohne weiteres rumziehen kann. Das macht er auch. Zweite Runde MIBA. Trotzdem wieder eine unglaublich spannende. Wir gucken auf die Kohle von Furia. Art der Einzige, der nicht wirklich mit Geld unterwegs ist. Sonst kann der Rest natürlich runterforcen. Aber es fehlt die AWP. Also vielleicht hier sogar eine Eco einstreuen. Also vielleicht hier echt eine Eco einstreuen. Ist super schwer. Wenn du aber natürlich noch eine offensive Aktion hast, irgendwas offen hast, neue Taktik oder sonstiges, solltest du eigentlich den Force machen, um genau den Anschluss nicht zu verlieren. Und sie haben es echt interessant hingekriegt. Sehr interessant hier sogar nur. Nur Heni verzichtet komplett auf Rüstung und Helm. Der Rest hat sich mit Kevlar ausstatten können. Aber KNG eröffnet die Runde mit einer starken Aktion. Oh, und dann fällt. Das darf natürlich nicht passieren. KNG jetzt rausgenommen. Und Heni ein bisschen zu spät mit seiner Aktion. Jetzt sieht er den nächsten Spieler, Kesterato. Wie frech. Und dann mit zwei Mann hier natürlich über den Connector. Es ist wieder das typische Duell fair. Wird sich jetzt hier fair raten. Und das ist natürlich das gefundene Fressen für Heni. Der Heni drückt erstmal rein. Jetzt wird natürlich erstmal der nächste Bereich eingenommen. MTW ist the destination to go.
Man wartet darauf, dass die Smoke natürlich seicht wird. Und jetzt ist Juri natürlich auch in der Aktion, hier den Spieler kostenlos wegzunehmen. Einen nimmt er hinter dir, hinter dir, hinter dir. Das könnte die Runde für Taco werden. Immer noch kein Defuse. Jetzt ist der Defuse angestrebt worden. Das wird super knifflig, wenn Taco es schafft, den Defuser hier rauszunehmen. Ist die Runde drinne. Aber das Duell wird schwer und dann hat er es geschafft. Heni bleibt auf der Piste. Der bleibt eiskalt. 7:2. Und da stand die Runde auf Messerschneide. Und Taco, wie lange der sich Zeit gelassen hat. Er war sich natürlich nicht dessen bewusst. Hat da jemand einen Defuse getan? Davon ist er nicht ausgegangen. Sondern sagt dann ganz klar, okay, ich gehe vor. Und hier, das ist natürlich ein ungünstiges Timing für Fair, dass Heni schon so weit Close Distance steht. Und am Ende, huiuiuiuiuiuiuiui. Also da hätte sich Heni locker mal ein bisschen auf die Hände geklatscht. Und das sitzt. Plus 1 für den. Für was? Habe ich schon wieder vergessen. In the last game on train, he struggled. Won 6 opening duels, 21 KD, 36 ADR, major part of the loss. Holy guacamole, also da war Art wirklich nicht gut drauf. Also um es zu sagen, hatte schlechte Statistiken in allen Fällen, Opening Duels nicht gemacht, hatte insgesamt 9:21 nach der Map und war maßgeblich an der Niederlage zuletzt beteiligt, Art. Aber jetzt auch mit 2:4 ist jetzt nicht der beste Start in Train. Dafür aber Heni, Kesserato und Juri schon auf Double Digits nach 9 Runden. Und Fair, der kann erstmal noch eine HE-Granate abfangen. Juri, wie viel kannst du machen? Nicht wirklich viel. Das war eigentlich ein guter Versuch, aber die Spieler sind nicht hinterher gepusht. Trotzdem super Reaktion. Da ganz klar direkt zu sagen, okay, die Molotow, die zimmer ich erstmal Richtung große Rampe. So viel Pace wie da am Start war. Er hat auch mindestens 2 bis 3 Spieler auf jeden Fall wahrnehmen können, wenn nicht sogar noch mehr. So, Finn hat hier wieder die Autorität am Start. So, und Vinny. Dem geht es erstmal nur um Infos und Fallen. Also da wartet einiges. Also jetzt nochmal der Versuch, schön gemacht, Taco 26 HP und das darfst du dir natürlich nicht erlauben. Jetzt nochmal die Molotov, die rechnen damit, dass er jetzt nachladen wird und jetzt kann er auch nachladen. Also jetzt ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, super gut noch abgewartet von ihm und das ist wirklich auch wieder auf Messerschneide, schön auf dem Gullideckel getanzt, auf engstem Raum noch das Beste herausholen. Das ist nicht leicht, Freunde, das ist echt nicht leicht und was machen sie denn? Was trauen sie sich denn? Also sie wissen doch, wie stark das Mini macht. Mini da ein bisschen sloppy gespielt. Am Ende trotzdem Art als Unterstützung. Der hier sogar nochmal gegen vorne das Duell holt. Und das ist absolut greedy. Kann ich nicht nachvollziehen. Juri jetzt nochmal gepusht. Oh! Wie viele Fehler gerade von Furia passieren. Aber insgesamt taktisch richtig geil gespielt. Aber individuell dann in dem Augenblick ein paar kleine Entscheidungen und boah, wie Juri da wirklich auf den Pixel genau weiß, wie er stehen kann. KNG mit einer richtig siffigen Position. Wer alles mal nach oben geändert in Counter-Strike, weiß, wie schwer das ist. Da hast du wenig Spielraum, da gibt es nicht viel zu holen. KNG kriegt keine Kohle in der nächsten Runde obendrauf, wird aber mit der SG der Einzige sein, der natürlich equipped ist und das läuft hier schon wieder komplett gegen die Wand. Also, MIBA nicht in der Lage, hier wirklich Druck aufzubauen. Sie denken wirklich durch diese Präsenz, die sie da im Pop-Doc gezeigt haben, dass sie Vinny ein bisschen zurückdrängen können. Aber nein, da kannst du nur zurückdrängen, indem du Granaten verwendest. Und genau das sollte jetzt vielleicht auch das Ziel sein. Nochmal diese Jumps machen, wie man es gerade hat. 2, 3 HE-Granaten holen, die gleichzeitig loswerden auf verschiedene Positionen. Und schon hast du da einen Free-Frag gegen Vinny, der wirklich extrem aggressiv am Pop-Doc offensiv hält. So, und bei wem es am meisten im Kopf arbeitet, ist bei MIBA vor allen Dingen, es ist der Map-Pick von dem Brasilianer. Wir gucken trotzdem mal auf die Statistik natürlich, also hier ist noch nichts passiert. Wir gucken mal, was MIBA normalerweise für Runden oder halt wie viele Maps oder Prozente sie von den verschiedenen Runden holen. Und ihre Vorteilsseite, Freunde, jetzt haltet euch fest, ist die Terrorseite. 60%, 59,14%, also 59% zu 40,86% der City-Seite. Das heißt, wenn sie hier, also sie sind jetzt schon unter ihrer Statistik. Ist schon mal klar. Steht fest. Unter ihrer Statistik. Und wir haben natürlich auch auf der anderen Seite bei Furia 2-mal Train gesehen. Beides mal verloren. Einmal gegen Genji und einmal gegen Chaos. Also auch
bei Ihnen ist Trey nicht die beste Map, aber gerade funktioniert es ganz gut. KNG jetzt zusammen endlich mal mit seinen Mates nach vorne gearbeitet und bekommen damit einen ganz, ganz wichtigen Frag hin. Vor allen Dingen wichtig, wenn Furia diese Runde hier verliert, dann ist es die Sparrunde um... Nein! Mübr! Was macht ihr? Mübr! Bitter, bitter böse, also das Off-Timing ganz falsch interpretiert, wahrscheinlich auch nicht gut auf den Monitor des Mates geschaut. Und wichtig wäre es, dass MIBA diese Runde jetzt holt. Das wäre so entscheidend. Aber, um da nochmal statistisch gegenzuhalten, 63% von Furia wird auf der City-Seite geholt. Also mal gucken, wie die auf T stehen. Also noch ist hier lange nichts passiert, Freunde. Noch ist lange nichts passiert. Habe ich gesagt, der Pick der Brasilianer. Dann entschuldige ich mich. Passiert. So, Yuri nochmal Richtung große Rampe. Und Taco kriegt den Frag nicht. Ganz bitter. Das natürlich, das wird ihn am meisten ärgern hier. Und jetzt gibt es natürlich das nächste Duell. Yuri! Ballen 1 gegen 3. Und der Fallen von damals, der hätte das hier auf jeden Fall weggeprügelt, Freunde. Und mal sehen, wie er das Ganze jetzt hier noch ausspielen kann. Auf dem Spot der nächste Spieler bekannt. Kleine Rampe kommt raus. Und ist es trotzdem noch eine schöne Runde von Fallen. 4 Spieler dezimiert bei Furia. Und geldtechnisch ist man ungefähr break-even. Also sogar besser aufgestellt fast bei MIBA. 9 zu 2, die wäre wichtig gewesen. Aber am Ende trotzdem wieder eine Runde mehr auf dem Konto von Art und Co. Und wenn ihr Lags habt, das tut uns natürlich sehr, sehr leid. Können wir nichts dran ändern. Das ist das deutsche Internet. Wenn ich da Einfluss drauf hätte, würde ich es machen. Leider Gottes nicht möglich. Und wir kennen es immer zu den Stoßzeiten. Um 22, 23 Uhr passiert es leider Gottes, dass öfters mal Internetausfälle sind. In der Regel sind die eigentlich gegen 23 Uhr immer behoben. Hoffen wir mal. Drücken wir die Daumen. Dass es auch hier so ist. Art und Keserato, die bekommen noch einiges. Und somit das Problem. Nein, nicht Internet von euch, Internet von mir. Lieber Curiosity. So, Winnie mit dem nächsten Klick. Und das ist jetzt Worst-Case-Szenario. Das ist wirklich Worst-Case-Szenario. MIBA mit ihrem Versuch komplett, aber wirklich komplett gegen die Wand gelaufen. Double Digits bei Furia. Und jetzt eine Flawless Round gegen sie zu kassieren, das ist richtig übel. Bessere Leitung checken. Ich habe schon die beste, die ich hier holen kann, leider Gottes. Aber du kannst das gerne den Ausbau bezahlen. Also sag mir Bescheid, schicke ich dir den Überweisungsträger. Easy. So, Fallen. Geht nach vorne. Fallen zeigt hier schon mal, dass man mit Pace jetzt arbeiten kann. Und genau sowas ist immer wichtig, dass man dann irgendwann den Tempowechsel startet. Heli passt trotzdem nochmal auf und bekommt hier erstmal einen ganz, ganz wichtigen Frag. Trotzdem, es ist eine schlecht equipte Runde von MIBA. Heli, der hält hier wirklich nochmal die Flagge hoch. Und Winnie von der Seite, Winnie gegen Mitte auch nochmal, aber Taco kann gegenhalten. Auf weite Distanz mit der Deagle, Heni jetzt schon wieder, Nummer 3 bei Heni. Und jetzt darf Taco bloß nicht den Connector-Spieler kriegen, aber der ist schon draußen. Deagle natürlich auf weitere Distanz. Aber die Klicks, die wollen nicht sitzen. So, und damit auf jeden Fall Yuri gegen Taco das Duell erzielt. So, was hast du denn für eine Leitung? Ich habe 500 Mbit Download und 50 Mbit Upload. Mehr geht hier leider nicht mit Kabel. Und Telekom ist nicht möglich, denn es ist keine Leitung in meine Wohnung verlegt. Sonst hätte ich mir schon längst mal noch eine alternative Leitung geholt, genau für solche Situationen. Bandbreite ist Kabel immer super, für Standhaftigkeit immer schwierig. Aber wie gesagt, das Ganze, die Überlastung ist ja auch bekannt durch die Corona-Aspekte. Und da sollte man Verständnis haben. Wen es wirklich so sehr stört, der muss dann einfach wirklich auf den internationalen Stream wechseln. Tut mir leid, kann es leider nicht ändern. Ich würde es gerne. Für mich ist es am unangenehmsten von allen. Ich bin derjenige, der hier broadcasten muss und damit die Zuschauer unglücklich macht. So, Yuri geht auf jeden Fall nach vorne, kriegt hier fair schon mal raus, aber KNG kann die
Runde eröffnen und vor allem den Spot. 3 gegen 3 Retake. Frage ist, will man diese Runde verschenken? Ich würde sie verschenken, ehrlich gesagt, aber nein, Heni ist in der Nähe. Und damit eröffnet sich schon wieder was. KNG viel zu aggressiv in dem Augenblick zu unterwegs. Und jetzt hat Taco auch wieder seine Position lokalisiert bekommen. Ach du heilige Scheiße. Mayan 1 gegen 3 Situation. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen hat man gesehen, dass er die kleine Rampe hoch ist. Jetzt muss man spätestens auf dem Schirm haben. Dann heißt es hier natürlich mit den Granaten arbeiten. ABP kann erstmal den Shot setzen. Und jetzt weiß er natürlich nicht genau, wo er ist. Zieht sich weiter zurück. Boah, Heni, Alter. Was der für ein Match spielt. Und er kriegt es nicht mehr durch die Fuse, wie bitter. Schade, schade, schade. Hätte ich ihm wirklich vom Herzen gegönnt. 11 zu 3 und Heni, der zeigt dir wirklich eine absolute Glanzleistung. Dieser Peak nochmal, diese letzten Millisekunden da den Spieler rauszunehmen, das ist richtig übel. Und damit haben wir hier Kesedato und Heni mit zusammen 32 Frags. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist MRBA komplett zusammen auf 32. Alternativ sich in englischen Stream das Bild angucken und dazu den Ton vom Deutschen hören. Das ist natürlich auch witzig, wenn man das synchronisiert kriegt. Coole Idee. So, Art steht Close Distance. Und schafft es nicht mit der Shotgun da zu punkten. Also, die wären gut dran bestellt, wenn sie hier wirklich die vierte Runde nochmal eintüten können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber ob das nicht vielleicht ein bisschen zu spät ist. Denn 11 sieht die Runden, das ist schon eine achtliche Hausnummer. Aber jetzt sitzt das Aiming hier auch bei MRBA, wie man es noch aus alten Zeiten gewöhnt ist. Und Heni im 1 gegen 5. Also wenn er die Runde jetzt nochmal holt, dann, keine Ahnung, kann man auch bei MRBA komplett Steam einfach vom Rechner schmeißen und Richtung Fortnite tendieren. Wann genau endet die Operation in CSGO? Gestern. Ne, heute. Ich glaube heute um 0 Uhr. Also ich meine bis zum 30. oder 31. irgendwas in diese Richtung. Vierte Runde für das Team von MIBA. Zwei Runden am Ende nochmal geholt. Die letzten beiden dafür sich entschieden. Jetzt mit der Pistol reinstarten und dann kann das Comeback kommen. Sonst sehe ich hier Furia gerade als viel, viel besseres Team. Vor allen Dingen Heni mit einer absoluten Glanzleistung, Freunde. Also wenn der nicht da gewesen wäre, wäre so einiges schief gelaufen. Wir werden gucken, wie das Ganze weitergeht. Das letzte Match des heutigen Tages. Die erste Map. Es können insgesamt noch 3 werden. Gleich erstmal zweite Halbzeit der ersten Map. Bis gleich, Ladies und Gentlemen.
Meine Damen und Herren, willkommen zurück. Furia Esports gegen MIBA und wir gucken nochmal auf Heni. 21-5 Stats. Dieser Brasilianer zeigt gerade eine absolute brasilianische Wahnsinnsshow. 137,2er ADR. Average Damage per Round heißt das Ganze, also durchschnittlicher Schaden pro Runde. Und da über 137 zu haben, bedeutet, er hat jede Runde mindestens anderthalb Frags fast gemacht und das ist extrem viel. Also man darf auch nicht unterschätzen, da kommen Ekos zwischen, da sind Runden, die man mal verliert und da musst du natürlich auch ordentlich gegenhalten. Aber mit solchen Stats, da funktioniert es so natürlich und Mayan, 1, 2, fast den dritten noch hinterhergenommen, direkt mal der erste Dämpfer für die Herrschaften von Furia. Also die können hier nicht so starten, wie wir es gerade eben gesehen haben, es sei denn, sie holen diese Runde jetzt nochmal. Taco auf weite Distanz, mal gucken, ob er auch so Schmitz gerade vorm Rechner sitzt und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er da gegen Vinny jetzt gleich den initiierenden Spieler erstmal bestrafen kann. So, Yuri auf USP gewechselt, das ist auch immer wieder wichtig. Wenn du natürlich irgendwo da dran kommst, dass du hier auf weite Distanz eine Waffe hast, mit der du punkten kannst, ist es absolut elementar. So, und damit jetzt erstmal Step by Step. Und natürlich an alle, die gerade erst zugeschaltet haben. Es tut uns leid oder tut mir leid. Extreme Lags gerade. Also das Internet bricht ein bisschen zusammen. Hat da teilweise nur noch Upload von ungefähr 5 Kilobyte oder so ein Kram. Dementsprechend, die Standbilder sind da. Der Ton wird meistens aufrechterhalten. Aber wir hoffen, dass sich das Richtung 23 Uhr dann endlich wieder legt. Meistens so 23 Uhr, spätestens der Zeitpunkt, wo man dann grundsätzlich kaum noch Lags haben sollte. Und es tut mir wirklich vom Herzen weh, dass ihr da natürlich mit Problemen gerade ausgestattet seid. So, also, nächster Schritt ist da. Man hat die Bombe sogar gelegt. Kein einziger Gegenwehr irgendwie da in diesem Augenblick. Heni, der darf sich nicht mehr zeigen. 40 HP nur noch bei ihm. Der wurde natürlich jetzt ordentlich durch die Wand auch nochmal gebankt. Und jetzt geht es natürlich darum, irgendwie Vinny da aus dieser Affäre zu ziehen. Der wird aber so gut abgeaimt, das wird extrem schwierig. Und jetzt hat Fallen hier natürlich die größte Voraussetzung, diesen Spieler natürlich zu bestrafen. Diffuse ging jetzt erstmal dran. Und jetzt hat man hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze in 10 Sekunden Diffuse zu durchbringen. Und Fallen, der wird da wahrscheinlich sterben. Keine Chance, dass er das überlebt. Und er wird down gehen. Und das ist die Runde. Oder was? Boah, fair. Ganz, ganz knappe Kiste. Schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr, oder? Ne. Alter Falter, ist das... Uiu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 i. Eieieiei, Freunde. Eieiei. So, wenn ihm alles cool, aber ich warte mit dem Sub dann noch bis 23 Uhr. Das ist ganz lieb von dir, Dark Furz. Aber ich empfehle dir natürlich den Kanal ohne ESL-Unterstrich zu subben, denn da gibt es mehr rauszuholen, mehr Emotes. Die Ratsche ist am Start, die ganzen deutschen Team-Logos sind am Start. Also da auf jeden Fall die Empfehlung ausgesprochen. Aber super, super lieb, dass du hier unterstützen möchtest. Und das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich für MIBA. Alle Grundvoraussetzungen, die Molotov natürlich gut getimed am Ende, muss man ganz klar sagen. Hat es dann auch wirklich super schwer gemacht. Aber dass dann halt keiner ein Diffuse-Kit am Start hat, ist auch hier wieder, ja, ziemlich schwierig, sehr fragwürdig. Heni bekommt jetzt den ersten Anschuss. Fallen ist da und der möchte natürlich irgendwie arbeiten. Hier dann zu nah dann der gute Art schon. Und jetzt ist halt die Frage, wie können die restlichen Mann von MIBA hier nochmal gegenhalten. Sollte man diese Runde hier nicht gewinnen, dann ist es meiner Meinung nach auch erledigt. Dann wird es schwer, sich davon nochmal zu erholen. Darko mit dem Versuch, aber von der Seite sitzt einfach kein Shot. Es möchte einfach kein Frag connecten. Und dann ist der letzte überlebende Mann nur noch fair. Drei Unhits. Drei Unhits hat man, Heli passt aber am Ende auf, 13. Runde MIBA in der maximalen Eco und das heißt 14. Runde für Furia hier eigentlich schon folgerichtig, wenn sie die jetzt nicht irgendwie verdaddeln. Uff, 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 ey. Okay, den Flame finde ich okay, Timo. Also du bist ja gerade sowieso sehr sauer, was MIBA angeht. Aber okay, für jede Runde, die MIBA holt, trinke ich einen Shot, dann werde ich trocken bleiben. Den finde ich nicht verkehrt. So, Finn hat ja nur gesagt, 2-1 für MIBA. Die erste Map halt verloren. That Balls. Eieiei, schöner Push, Freunde. Also, was ein guter Push hier auf jeden Fall von den Herrschaften von Made in Brazil. Jetzt natürlich am Ende nicht allzu viel mehr rausgeholt. Trotzdem auf diese Distanz nochmal einen weiteren Frag hier zu bestrafen. Das ist nicht schlecht. Trotzdem 14. Runde für Furia. Und die haben sage und schreibe 12 Runden Zeit, um sich davon 2 zu genehmigen. Also das ist schon krass. Inkai, macht das wirklich Sinn, was du da gerade sagst?
Dann würde ich mich ernsthaft mal informieren, ob sowas Sinn macht. Aber ich habe eigentlich immer ein bisschen Angst vor unseren Verbindungen in Deutschland. Weil Gerenzo schreibt es, mobiles Netz in Deutschland bin ich nämlich auch sehr, sehr fragwürdig gestimmt. Vor allen Dingen bei FPS-Shootern wie Counter-Strike, wo der Ping und die Latenz auch entscheiden. Ich werde mich mal informieren. Ich bin immer für Alternativen offen. Wie gesagt, sonst Ausbau wäre ich auch offen, aber das kostet halt saumäßig viel. Sondern jetzt von Art, Junge, hat der denn. Also der hatte komplett Schaum vom Mund. Was ist denn mit dem los, Freunde? Tollwutimpfung! Aber jetzt mal schnell hier. Ja, der ist ja komplett wild. Also Safari Art gerade. Ey, wie respektlos! Wie respektlos. Also da hat er jetzt nicht gerade nur den Frack gemacht, sondern hat KNG einfach ins Gesicht gespuckt und ganz ehrlich auch den Berufszweig seiner Mutter angezweifelt oder halt ganz klar deklariert. Heilige Maria Gottes, ey. Also, puh! Wenn mir jemand so einen drückt, dann war's das. Der Stream zocken komplett ungeeignet. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber gut, wie gesagt, jetzt gerade die ausgelassenen Frames sind bei 2,4% overall. Ich glaube, so zuletzt waren es bestimmt so 15% oder sowas. Aber jetzt hat sich lange Zeit nichts getan. Also ich hoffe mal, dass es sich jetzt ein bisschen gefangen hat. Wie gesagt, gegen 23 Uhr passiert meistens gar nichts mehr. Und das sollte hier eine schnelle Map werden. Das heißt, wir werden dann sowieso nochmal ein bisschen Zeit mit Pause überbrücken können. Und dann hoffe ich doch mal, dass sich das Ganze gefangen hat. Übrigens, kleiner Hinweis. Das ist... Ja, jetzt haltet euch bitte fest, Freunde. Das ist der Map-Pick von MIBA. Ne? Also, will ja nicht sagen, ne? Aber ist er wirklich. Eieiei. Tut mir sehr, sehr weh, Made in Brazil so zu sehen. Das zeigt uns auch mal wieder einmal mehr, warum Furia gestern noch gegen Liquid hier das 2:1 am Ende noch holen konnte. Da habe ich gestern höchstwahrscheinlich sogar auch Furia ein bisschen unterschätzt. Vorher noch wurde ich nach meiner Meinung gebeten, von meiner Mutter sogar, die auch zuschaut. Übrigens, Grüße gehen raus. Hat sie gefragt, was glaubst du denn, wer gewinnt? Und dann habe ich ganz klar gesagt, wenn Liquid nicht ganz scheiße spielt, soll es ein schnelles 2-0 werden. So viel dazu. So, Vini. Kesserato ist der Nächste. Vini holt es auch nochmal. Mayan ist down. 16:4. Wieder eine Flawless Round. Sorry. Das ist wirklich schon grenzwertig hier. Also das kannst du schon auf Schmuddelseiten einfach so als VOD hochladen.